So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Road Rash. Super. So, was machen wir denn als nächstes? Eigentlich müsste man ja mal noch Geld verdienen, ne? Ja, damit wir das beste Motorrad kriegen. Das beste. Ja, es ist das Ding allerdings auch schön knackig schwer hier. Und ja, keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal nochmal. Gucken, ob das heute mal besser läuft, ja? Also packen, es wird auf jeden Fall nicht einfacher, es wird nur schwieriger, ja? Boah, so ein Hexer, ey. Motorrad schon wieder zu schlecht hier, oder wie? Wie kann man das machen hier? Oh yeah, oh yeah. Haben wir aber schön lang gemacht, alle. Bin jetzt mit Absicht mal links gefahren, anstatt die Abzweigung. Vielleicht geht das ja besser hier. Weiß es nicht. Scheint aber nicht noch eine sonderlich gute Idee gewesen zu sein. Nein! Oh Mann. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das früher mal gemacht habe. Eigentlich war ich da deutlich weiter mit dem Level. Wahrscheinlich einfach länger gespart, immer Napa Valley gefahren, dass ich das beste Motorrad hatte und dann. Jalla. Ich könnte ja nochmal von vorne anfangen, einfach weil es gerade auch eh Spaß macht. Nichts mehr drauf, ne? Einfach nichts mehr drauf. Mann, hau ab. Die Ader. Fängt mich einfach ab hier. Das reicht doch mal hier. Reicht aber absolut. Ich habe ein zu viel hier. Nur noch der Knüppel zum Einsatz. Das macht voll am meisten Sinn hier. Wenn ich hören will, muss fühlen, aber. Nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. So.
wenigstens den ein. In der Luft, in der Luft. Oh, ne. Da hat's mich jetzt aber auch nochmal erwischt, oder? Kann nicht wahr sein. Ich scheine ja auf den Deckel gekriegt zu haben, deswegen kann ich da so easy aufholen da, ne? Weil die fahren da die andere Abzweigung irgendwie und läuft halt beschissen im Gegenverkehr. Okay. Ja, die müssen irgendwie auf der anderen Abzweigung fahren, weil sonst werden die ja ständig da irgendwie um mich rum gerade, ne? Ja, was soll das hier noch geben? Ich glaube, ich stelle noch mal auf Tastatur um was. Wie zieht er da nicht rüber? Das ist der kaputt oder was? Oh Scheiße. Was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Ja, das hat der Zug schon wieder abgefahren, oder? Irgendwas über 20 Kilometer hier bei dem Level. 14. Platz ist wahrscheinlich der absolut allerletzte. Gnadenlos verloren, ja. Yeah! So sieht's aus. Gnadenlos. Aber wir haben $80 bekommen. Ist ja nett. Ja, mal schauen. Ich will das mal auf Tastatur um. Vielleicht läuft es mit Tastatur ja besser. Keine Ahnung. Elektroschub. Springen und treten. Rückhandschlag machen wir mal dahin. Schauen wir mal. Und ruhig dieselbe Strecke noch einmal. Lang gemacht. Oh yeah. Muss doch hier irgendwie mal weiterkommen. Also. Hmm.
Ah, der kommt mir wieder ein Knüppel. Das gibt's doch einfach nicht. Oh yeah. Das ist aber jetzt blöd gelaufen. Ganz besonders blöd gelaufen. Ja, man konnte mit diesem Rückhandschlag sich das, was auch immer man zum Kämpfen als Gegenstand hat, von dem anderen halt stehlen. Ne? Immer noch mal mit Slim Jim dann. Was ist denn los hier? Hab ich da angestellt. Er kommt einfach nicht mehr rüber und macht sich lang. Cool. Was soll das noch geben? Oh, perfekt gelandet hier. Kommen wir wieder auf die Straße zurück. Wird in diesem Spiel, glaube ich, nicht mal alt, ne? Vor allem reingezimmert. Hat wohl auch nichts mehr zum Kämpfen dabei. Muss man ihm halt die Brüche polieren. Da schon wieder einer angefahren hier. Gibt es einen Marat. Oh, da konnte ich mal schön überholen. Putsch. Nach vierter Platz. Okay. Wir schaffen uns ja tatsächlich, uns zu qualifizieren. Ich weiß. Können die da rumkämpfen und sich da irgendwie noch runterboxen oder so. Kann ich mal schön überholen. Okay. Oh shit. Kann nie wahr sein, ne? Kann einfach nie wahr sein. Vielleicht hat jemand da draußen eine Taktik. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt ziemlich festgefahren. Doch. Nicht lange genug gespart für ein besseres Motorrad, um jetzt hier richtig schön durchziehen zu können. Das ist halt blöd. Oh, das... Nein! Einfach nicht wahr sein.
Oh, da klemmt der Motorsound vom Auto. Auch gut. Ich bin immerhin diesmal nicht ganz letzter Platz, ne? Hat ja was. Also noch. Yeah! Oh yeah, der fliegt nochmal. Oh Mann. Ja, $120. Mann, oh Mann, oh Mann. Probieren wir doch einfach mal die Halbinsel. Ja, ich befürchte, so richtig weiter kommen wir hier gerade erstmal nicht mehr. Ja, genau. Was ist doch Mist ist das? Nee, 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 nee. Wie habe ich an die anderen Strecken geschafft? Das möchte ich gerne mal wissen. Voll Glück gehabt, oder? Ich verstehe es nicht. Jetzt ist erstmal schön in die Fußgängerzone gegangen. Putsch. Oh, lass mich zufrieden. Turbo und weg hier. Bin ich gerade ganz gut dabei eigentlich. Aber das wird sich dann wieder an ein, zwei Stellen anders zeigen, wo wir dann wieder stehen. Oder wieder rumkämpfen mit mir und ich dann Parker fehlen hier. Und er fliegt. Kann nicht wahr sein, ne? Ja, überholt mal, genau. Ja. Ich glaube, den habe ich ganz gut erwischt. Nein, 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 nein! Ja, das war gut. Das hat gepasst. Ja, doch, das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Können wir erstmal wieder Stoff machen und direkt hier.
Kurven hier. Das ist überhaupt nicht mein Charakter, ne? Oh. Ja, genau. Ich sag's gerade noch. Hit. Ja komm, mach die weg von meinem Motorrad. Kam gerade der Polizist, das war wohl gutes Timing. Ich habe schon wieder gelackmeiert, ne? 10. Platz. Alles nicht so einfach. Ja. Ich wollte nur die Spur wechseln. Was ist da los? Jetzt erwischen die uns doch hier, oder? Ja, klappt nicht, ne? Ja, passt. Ja, es kommt dann ja schon wieder bald die endgültige Ziellinie und dann ist das Ganze schon wieder vorbei hier, ne? Oh yeah, oh yeah. Nicht so einfach. Dieses Spiel. Wie gesagt, ich werde hier nicht mehr alt drin. Ah, genau! So, dann haut er sich selber aufs Maul, ja? Geil. Was für ein Trash. Oh. Ja. Das hat sich jetzt wohl gleich ganz erledigt, ja? Ja. Kann ich ganz zu Fuß laufen. Das ist echt. Reparaturkosten, ja, ja. Glaubst ja selber nicht. Also nochmal die Halbinsel. Wenn das nicht langsam mal was wird, dann können wir hier eigentlich auch aufhören an der Stelle. Dann war das ein lustiger Rückblick in eine Zeit und dann hatte ich das damit auch. Ich glaube, ich habe das früher auch nie wirklich durchgespielt. Und man hat irgendwann mal länger gespart und sich bis hierhin wahrscheinlich ein besseres Motorrad geholt, aber so richtig durch.
Verpackung war irgendwie gar nicht so. Jetzt reicht's aber. Da hast du dann irgendwo keine Lust mehr. Hey, nee. Schließen wir das hiermit erstmal ab. Bis bald bei irgendeinem anderen Let's Play.